Wenn ich die Dinger doch einzeln verkaufe, dann kriege ich da doch viel mehr Gold raus, habe ich so das Gefühl. So, dafür habe ich einen gekriegt. Auch nur einen. Ja. Das kann ich nicht verkaufen. Doch, das kann ich verkaufen. Aber was soll ich denn damit? Wieso soll ich denn das verkaufen? So, dich verkaufe ich. Dann sage ich doch mal eine. Noch eine. Noch eine, genau. Okay. 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 Okay, und okay. Nochmal so eine Platte. Okay, die verkaufe ich für jeweils nur einen. Dumm. Ja, ich bin gerade am Verkaufen. Ich weiß, es ist jetzt vielleicht ein bisschen. Ach komm. Kauf die halt alle für einen. Ja, wobei das eigentlich fast dämlich ist, das so zu machen. Weil es so einfach viel mehr Geld gibt. Genau. Hier gibt's wieder eine Flasche. Zack. Ah, das zieht sich gerade ein bisschen. Ich weiß es. Ist ein bisschen traurig, aber. Ja, die Flaschen brauche ich dann wahrscheinlich im Endeffekt. So, Löffel wüsste ich gerade auch nicht, wofür ich den bräuchte. Diesen Schlüssel wüsste ich auch gerade nicht, wofür ich den bräuchte. Komm schon. Und diese Tasse. Wert 5 und der kauft sie mir für einen ab. Sowas. Ein Seelenstein. Davon habe ich 5. Wert sind sie 10. So, die anderen beiden behalte ich mal, weil ich nicht weiß, wofür ich die gebrauchen könnte. So. Ich glaube, das passt mir jetzt erstmal. Und dann gehe ich doch schon mal wieder. Und schau mal, ob ich ihn hier oben bestehlen kann. So. Bei den kann ich ja echt in Ruhe bestellen. Das stört ihn ja gar nicht.
Ich soll's nur nicht unbedingt ihm verkaufen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen ungeschickt. Okay, da hinten ging es. Was? Irgendjemand hat gerade irgendwas erzählt. Aber ich weiß nicht, wer und was und worum es überhaupt ging. So, dann geht doch hier mal zum Pfandleiher und verticker dem hier quasi meinen ganzen Schund, den ich gerade vom Händler geklaut habe. So. Das da zum Beispiel. Eins. Zwei, drei, vier. So, dich auch noch. Dich kann ich verticken. Und dich. Und dich. Und dann bin ich erstmal zufrieden. Sag Offer und sag Off. Wiedersehen. Wie viel Geld habe ich jetzt? 136. Okay. Lucky Lockup. Und hier ist der Council Club. I will listen, Outlander, but make it quick. Speak, Traveler. So, und dann gehe ich doch mal da rein. Aber bevor ich das mache, wird natürlich gespeichert. Und dann gehen wir mal in diesen Corner Club. In diesen Eckclub. Speak, Traveler. So. Vadusa. Marasa. Madrale und Sovor. Warte mal, doch, der war doch auch noch einer, oder? My Trade. Ich bin Schmied. Ich fertige an, verkaufe und repariere Waffen und Rüstung. Ich kann dir über die typischen Rüstungsarten und Waffentypen erzählen. Ich kann dir auch erzählen, wie du von gebrauchter Waffen und gebrauchter Armor, wie du die behandeln musst, also wie du die wieder anfertigen kannst und ich kann dir Werkzeuge fürs Armorn verkaufen, wenn du diese brauchst. Ich repariere natürlich auch. So, dann handeln wir doch mal. Und der hat hier ein Schild.
Bla. Bla. Einen Hammer. Einen Hammer. Stiefel. Ja, aber einen Hammer brauche ich nicht. Weil ich einen Hammer ja aus dem Kämpferclub bekomme. So, auf Wiedersehen. Where's that slave? Here not long ago. Okay, den kenne ich nicht. Das wäre der. Das wäre die. Das wäre die. Und das wäre jene. Und das Problem ist, wenn ich die als alle umbringe, dann habe ich natürlich alle gegen mich. Weil sie alle im gleichen Raum sind. Make it quick, Outlander. Och Mann, och Menno. So, die sind natürlich abgeschlossen. Deswegen komme ich erst gar nicht auf die Idee. Dann frage ich den nochmal nach der Diebesgilde. Wer ist denn Nine Toes? Ja, okay. Nationalisten auf gut Deutsch. Wir mögen Ausländer in Morrowind nicht sonderlich. Das ist unser Land und wir mögen es nicht, dass Ausländer hierher kommen und unser Land weggenommen haben und uns erzählen, wie wir leben sollen. Ja, ich meine, im Prinzip man kann es ja schon verstehen, aber... Okay. Okay, ein bisschen Nationalist ist der Typ dann schon. Okay.